erstmal Roman Jäger von der Evangelischen Bank, der uns ein bisschen von der Macht der Personalisierung heute berichten wird. Und außerdem ist dabei meine Kollegin Josephine, die die Session moderieren wird. Hallo ihr beiden. Morgen, hallo. Guten Morgen, danke dir, Tabea. Und danke fürs Vorstellen. Wie gesagt, mein Name ist Josephine Huschmann. Ich bin Customer Success Manager bei Staffbase und darf heute hier den Talk vom Roman Jäger begleiten. Herzlich willkommen, schön, dass du heute dabei bist. Wie gesagt, schreibt eure Fragen gerne in den Chat. Wir werden die dann am Ende gerne beantworten. Und ich würde jetzt das Mikro gerne an dich übergeben, Roman. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich heute hier dabei sein kann. Ein paar Worte zu mir. Ich bin Roman Jäger, bin seit November 2019 bei der Evangelischen Bank als IT-Solution Architect eingestellt, in der Abteilung Unternehmensentwicklung. Und zu meinen Aufgaben gehört unter anderem die Betreuung und Weiterentwicklung unserer Mitarbeiter-App, der EBNOW. Genau. Super. Genau, wir würden jetzt noch kurz ein paar Themen ansprechen, und zwar wird der Roman uns die Evangelische Bank ein bisschen näher vorstellen, ein paar Herausforderungen erklären, die sie hatten, und dann auf das Thema Personalisierung natürlich eingehen. Genau. Zum Thema Personalisierung erstmal kurz. Ich werde da so auf die Personalisierung eingehen, die einerseits mit Widgets von Staffbase möglich sind, andererseits auch mit Eigenentwicklung, die wir in unsere App eingebaut haben. Und das zieht sich so vom Onboarding bis dann in den Arbeitsalltag. Aber dann jetzt erstmal ein paar Infos zur Evangelischen Bank, weil ich glaube, dass viele von euch die Evangelische Bank gar nicht kennen. Das liegt daran, dass wir ein Spezialinstitut sind. Wir sind Deutschlands größte Kirchenbank und gehören aber auch zu den 10 größten genossenschaftlichen Banken in Deutschland mit einer Bilanzsumme von 7,8 Milliarden Euro. Wir haben etwa 70.000 Privatkunden und 20.000 institutionelle Kunden. Dazu gehören diakonische Einrichtungen, Krankenhäuser, Altenheime, Landeskirchen sowie aber auch kleinere Gemeinden. Wir sind konzernweit etwa 600 Mitarbeitende. Und was für uns besonders wichtig ist, ist unser christliches Werteset, was sich in unserer Unternehmenskultur einfach zeigt und unserem Miteinander genau. Ein anderes wichtiges Thema für uns ist das Thema Nachhaltigkeit. Da wir die Nachhaltigkeitsbank in Deutschland sein wollen, das zeigt sich in unserem Tun und Handeln, das auf den drei Säulen der Nachhaltigkeit basiert. Das ist die sozial-ethische Verantwortung, die ökologische Verantwortung und die ökonomische Verantwortung. Und das ist so die Grundlage für unsere Arbeit und auch so das Fundament für unsere Geschäfte. Weiter bitte. Genau, ich habe das hier mal in so einer Übersicht mitgebracht. Das muss man sich nicht jetzt durchlesen. Ist so für einen Nachgang vielleicht ganz interessant, wie Nachhaltigkeit bei uns intern aussieht. Wir sind zum Beispiel als Top-Employer ausgezeichnet, weil wir eine sehr gute Work-Life-Balance bieten, aber auch Benefits wie Sabbaticals. Und wir haben eine eigene Klimastrategie auf Basis der Ziele der UN-Klimakonferenz entwickelt, weil wir das wirklich sehr ernst nehmen. Und das zeigt sich natürlich auch in unseren Produkten, denn in allen unseren Produkten ist das Thema Nachhaltigkeit vertreten. Zum Beispiel im Wertpapierbereich ist es so, dass wir keine Spekulation mit Rohstoffen machen. Wir investieren nicht in Alkohol, Glücksspiel, in die Rüstungsindustrie oder auch nicht in Länder, in denen die Todesstrafe praktiziert wird. Wir haben da so einen eigenen Nachhaltigkeitsfilter, der einfach sehr strenge Kriterien hat. Und das ist bei uns nicht einfach nur so ein Thema, was parallel läuft, sondern das ist ein integraler Bestandteil unserer Unternehmensgrundsätze und auch in unserer Strategie. Weiter bitte. Genau, ich habe ja gesagt, wir sind konzernweit etwa 600 Mitarbeitende und so sieht die EB-Gruppe aus. Wir haben hier die Evangelische Bank und dann haben wir noch die EB Consult, die im Beratungsgeschäft tätig ist. Wir haben die EB SIM, die macht unser Asset Management. Wir haben die EB Kundenservice, unser Callcenter. Die HKD, das ist der strategische Einkauf und das kann man sich eigentlich auch vorstellen wie so ein Amazon für Kirchen. Und wir haben seit diesem Jahr ganz neu den Change Hub in Berlin, die Räumlichkeiten für Workshops zu den Themen Transformation und agiles Arbeiten bietet. Und alle diese Tochtergesellschaften sind bei uns in der EBNOW integriert. Die haben alle ihren eigenen Space, wo sie ihre persönlichen Inhalte spielen können. Und wir haben aber auch einen Konzern Space, wo dann alle relevanten Themen für alle Gesellschaften zusammenkommen. Weiter bitte.
Genau. Was waren unsere Herausforderungen vor der Einführung? Die eBenau wurde im September letzten Jahres eingeführt. Davor war die E-Mail der primäre Informationskanal. Es gab kein Medium so für den informellen Austausch, wie zum Beispiel eine Chatfunktion. Insgesamt war auch so der konzernweite Austausch schwierig. Wir hatten zwar eine Internetlösung, allerdings hat die bei den Mitarbeitenden keine Akzeptanz gefunden. Und das hat sich insgesamt kontraproduktiv auf unsere Unternehmenskultur ausgewirkt und auf unseren Change-Prozess. Genau, und deswegen haben wir dann im September 2019 die eBenau eingeführt und im Februar 2020 dann auch auf die Employee Experience gewechselt, weil wir einfach gemerkt haben, wir hatten zu viele Inhalte und die mussten das irgendwie ein bisschen besser strukturieren und wollten natürlich auch den Tochtergesellschaften jeweils die Möglichkeit bieten, so einen eigenen Bereich zu haben. Genau, ich habe hier mal drei Zahlen mitgebracht, die einfach zeigen sollen, wie wir uns im ersten Jahr geschlagen haben. Das ist einerseits unsere Registrierungsrate von 96%. Und hier sehen wir auch schon zwei individuelle Features, die wir gebaut haben. Das sind über 2600 Aufrufe der V-Card und über 6000 Aufrufe der Geburtstage. Und was sich dahinter verbirgt, das werde ich gleich vorstellen. Aber zunächst wollen wir mal auf die Registrierung eingehen, da wir in diesem Jahr auch mit einem Onboarding-Bereich gestartet sind, in den wir dann die neuen Mitarbeitenden schon vor ihrem ersten Arbeitstag einladen. Genau, weiter bitte. Das heißt, die neuen Mitarbeitenden, die werden mit ihrer persönlichen E-Mail-Adresse schon mal von uns eingeladen in eBenau. Die haben ihren eigenen Space. Das heißt, die sehen noch keine internen Inhalte, wie wir Mitarbeitende das schon sehen. Damit sind wir im Juli erst gestartet, ist also noch ganz neu. Und was wir hier machen, ist einfach Informationen geben zum ersten Arbeitstag. Wir haben hier arbeiten hier mit dem Nutzerprofil-Widget sehr gerne, um einfach die Ansprechpartner zu nennen, zu verschiedenen Themen, seien es Fragen zum Arbeitsvertrag oder zu betrieblichen Zusatzleistungen. Wir haben hier Informationen zu unseren Standorten, da wir deutschlandweit vertreten sind. Wir haben da zum Beispiel Anreise-Parkmöglichkeiten oder auch Essensmöglichkeiten. Und unser Ziel ist es hiermit auch, das Onboarding möglichst digital zu gestalten. Weil ich weiß noch, als ich letztes Jahr hier angefangen habe, ich habe einen Briefumschlag bekommen mit sehr viel Papier drin, also Vertragsunterlagen, Datenschutzerklärungen, Informationsbroschüren zu verschiedenen Themen. Und genau das wollen wir einfach hier vereinheitlichen. Auch im Rahmen des Nachhaltigkeitskonzepts bei uns, dass man darauf eben verzichten kann. Was hier auch sehr cool ist, ist, dass wir die Chat-Funktion freigeschaltet haben für die Mitarbeitenden die Neuen im Onboarding-Bereich. Das heißt, die haben hier die Möglichkeit, die Kontaktpersonen direkt per Chat zu erreichen. Und bei uns gibt es auch so ein Patensystem. Das heißt, wer bei uns anfängt, hat einen Paten zugewiesen, der so die ersten Wochen für ihn zuständig ist, für Fragen zur Verfügung steht. Und hier bieten wir natürlich auch den Partnern dann die Möglichkeit, ihre neuen Mitarbeitenden direkt anzuschreiben und den Chat als super einfache Kommunikationsmethode zu nutzen. Was auch etwas Besonderes hier drin ist, ist, dass man sich, sobald man dann in seinem ersten Arbeitstag hier ist, nicht neu registrieren muss, sondern wir wandeln einfach die E-Mail-Adresse um, die vorher angegeben ist, in die Firmenadresse, sodass sich dann die Nutzer mit ihrem bekannten Passwort einfach anmelden können. Weiter bitte. Genau, ich habe hier mal ein Feedback mitgebracht, weil wir auch einfach mal wissen wollten, wie kommt das so an, von unserer Kati, die einfach gemeint hat, ja, das Onboarding war sehr positiv, weil sie einfach so die ganzen Infos für ihren ersten Tag erhalten hat und wusste, was sie erwartet. Und es hat auch wohl auch einen sehr positiven Eindruck von uns als Bank bei ihr hinterlassen. Und einfach habe ich immer so einen Screenshot mitgebracht, wie das aussehen kann, zum Beispiel mit dem Chat, wo unsere Bianca Bank die Olga Onboarding begrüßt und einfach sagt, hi Olga, ich bin Bianca, deine Patin. Und wenn du Fragen hast, melde dich doch gerne hier bei mir. Und das wird auch wirklich genutzt. Und das ist eine sehr coole Funktion, wie ich finde. Und genau, wie gesagt, nach dem Onboarding landet man dann hier in unserem internen Bereich. Das ist unsere persönliche Startseite, wie man hier sehen kann, noch mit Konfetti, weil wir Mitte September den einjährigen Geburtstag der eBenau gefeiert haben und da hat uns Stuffbase das Konfetti auf der Startseite bereitgestellt. Oben links sieht man so eine kleine Torte im Logo. Das hat unser Marketing noch gestaltet und wir haben einen Artikel veröffentlicht mit so ein paar Statistiken und auch gezeigt, wie sich die eBenau innerhalb des einen Jahres verändert hat.
haben dazu auch noch ein Gewinnspiel veranstaltet. Und hier sehen wir jetzt schon mal zwei der angesprochenen Features. Einerseits haben wir eine persönliche Begrüßung gebaut und andererseits zeigen wir hier auch die Geburtstage an. Und auf die persönliche Begrüßung möchte ich jetzt zuerst eingehen. Einmal weiter bitte. Genau, das war so, ist eine Eigenentwicklung von uns und das war so zum Ausprobieren eigentlich, was möglich ist mit dem External Script Widget von Stuffbase. Wir nutzen hier JavaScript, was wir dann eingebunden haben und haben einfach gedacht, ja, wir könnten doch einfach unsere Nutzer mal persönlich begrüßen und haben das Ganze auch gleich Tageszeit und Anlass bezogen gemacht. Das heißt, morgens wird hier angezeigt, guten Morgen, schön, dass du hier bist, abends sieht man einen guten Abend und zum Beispiel um die Weihnachtszeit herum zeigen wir an vor Weihnachten. Ist einfach so eine kleine Personalisierung, die aber sehr gut auch ankommt, weil man einfach, wenn man die App aufmacht, ja direkt so begrüßt wird. Und das ist nicht nur jetzt mit JavaScript und diesem Widget möglich, sondern in, sagen wir mal, abgespeckter Form auch mit den Onboard-Mitteln von Stuffbase. Es geht nämlich mit dem Static Content Widget und Variablen, die euch euer Customer Success Manager sicher gerne mal mitteilt, wenn ihr das nutzen wollt. Dass man dann zum Beispiel auch einfach schreiben kann, hallo, und dann den Vornamen, schön, dass du hier bist. Dann ist es eben nicht so dynamisch wie bei uns gemacht, aber ist halt so eine coole Sache, die sich leicht umsetzen lässt. Genau, und wenn man dann auch auf die Begrüßung klickt, dann landet man noch in seinem eigenen Profil. Das ist nochmal so ein kleines Feature. Genau, nächste bitte. Das hier ist unser Geburtstagskalender. Das war ein Wunsch unserer vieler Mitarbeitenden bei uns. Weil es vorher auch einen Geburtstagskalender bei uns gab, der allerdings immer manuell gepflegt werden musste. Das heißt, der war fehleranfällig. Er war nicht in die eBNOW integriert. Und deswegen haben wir gesagt, wir möchten das auch in der eBNOW haben. Haben hier auch wieder mit JavaScript und dem External Script Widget gearbeitet. Und was wir hier machen, ist, wir holen uns die Infos direkt aus der eBNOW, aus dem Profil. Da sind die Geburtstage nämlich hinterlegt und zeigen die dann eben tagesaktuell auf der Startseite an. Und darunter haben wir dann einen Link, wo man dann nochmal in die Vergangenheit oder in die Zukunft gucken kann, dass man einfach mal schauen kann, ja, wer hatte denn am Wochenende Geburtstag oder an wen muss ich jetzt in den nächsten Wochen denken? Uns, wie wir anfangs bei den Zahlen gesehen haben, ein sehr beliebtes Feature. Wir haben das, glaube ich, Anfang des Jahres umgesetzt und seitdem 6.000 Aufrufe darauf gehabt. Das ist wirklich so eine der Top 10 unserer aufgerufenen Seiten. Weiter bitte. Genau, und das letzte Feature, was wir gebaut haben als Eigenentwicklung, das ist hier unsere digitale Visitenkarte. Da haben wir auch wieder mit JavaScript und dem externen Script-Widget gearbeitet. Und die Idee kam auf, weil bei uns Anfang des Jahres das Marketing mal gefragt hat, ja, oder sie haben einfach Ideen gesammelt für neue Visitenkarten für die Bank. Und bei uns im Team haben wir dann natürlich auch uns überlegt, wie könnten die aussehen. Und da kam auch so der Nachhaltigkeitsgedanke wieder auf, wo wir überlegt haben, ja, so wirklich nachhaltig wäre doch eigentlich eine papierlose Visitenkarte. Und dann haben wir uns einfach mal ein bisschen umgeschaut, was man da so machen kann und haben dann gedacht, ja, so ein QR-Code wäre eigentlich cool, der dann direkt irgendwie den Namen enthält, die Firma, die Telefonnummer und die E-Mail-Adresse, also so die wichtigsten Informationen. Und genau das haben wir gemacht. Das heißt, wir erzeugen hier auch wieder aus den Informationen, die in der eBNOW hinterlegt sind, diesen QR-Code, der dann direkt als Kontaktkarte, also der Kontakt kann direkt als Karte gespeichert werden. Das heißt, man muss hier keine Daten mehr manuell übertragen. Man kann das jetzt auch gerne mal direkt ausprobieren hier live, einfach mal die Kamera-App öffnen und den QR-Code scannen. Und das ist halt ein ziemlich cooles Feature, was einerseits nachhaltig ist und das kommt bei unseren Mitarbeitenden sehr gut an, weil auch wenn man jetzt mal unterwegs ist und hat seine Visitenkarten vielleicht vergessen, hat man immer noch die eBNOW in der Hosentasche, kann das direkt aufrufen und ist direkt unten als Shortlink hinterlegt. Und auch bei Kunden kommt das gut an, weil die einfach das oft nicht so kennen, dass man das so digital als Code hat. Und ist einfach, die Begeisterung ist groß, weil man dann auch nicht so diesen riesen Stapel Visitenkarten irgendwann mal vor sich liegen hat, sondern einfach nur seine Kontakte im Smartphone gepflegt hat. Genau, das sind so die Features, die wir gebaut haben, um unsere eBNOW zu personalisieren, ein bisschen cooler zu machen. Und dann hätten wir jetzt noch Zeit für Fragen. Ja, danke dir, Roman. Sehr interessant, sehr coole Features. Ich denke,
Das sind einige Sachen, da kann man sich ein bisschen Inspiration holen, einfach zu sehen, was auch mit Eigenentwicklung noch alles gemacht werden kann. Und auch natürlich schon mit den Features, die es in der App auch schon so gibt. Die ersten Fragen hier, zwei Fragen zum Chat. Einmal die Frage, ist der Chat denn beschränkt nur auf das Onboarding oder können alle Mitarbeiter da angeschrieben werden? Nein, da können alle Mitarbeiter angeschrieben werden, haben wir auch bewusst so gemacht. Einerseits, weil wir auch nicht glauben, dass jetzt ein neuer Mitarbeiter, der da drin ist, irgendwie einfach zufällig mal ein paar Leute anschreibt, sondern wir wollten aber auch einfach allen die Möglichkeit geben, einerseits die Neuen anzuschreiben oder auch, dass die Neuen dann eben jemanden von der Personalabteilung anschreiben können oder ihre Paten. Genau, deswegen ist das nicht beschränkt. Sehr gut. Und die zweite Frage zum Chat war, ob alle Mitarbeiter nur den Chat nutzen dürfen. Habt ihr da Bestimmungen oder gibt es auch noch WhatsApp-Gruppen nebenbei? Habt ihr da Richtlinien? Nee, da haben wir keine Richtlinien. Also wie gesagt, wir haben unternehmensweit nur diesen Chat in der eBenow. Wir haben sonst aktuell noch keine andere Software dafür. Deswegen ist das auch bei uns eine sehr beliebte Funktion. Aber nee, da gibt es sonst keine Beschränkungen. Sehr gut. Nächste Frage vom Samuel hier. Wie habt ihr denn das Geburtstagsfeature durch den Betriebsrat bekommen? Natürlich, das Thema Datenschutz kommt da ein bisschen mit auf. Genau. Ja. Wir haben das natürlich mit den entsprechenden Stellen bei uns abgeklärt, auch mit dem Datenschutz und haben das aber auch bei uns einfach in den Nutzungsbedingungen mit aufgenommen, dass die persönlichen Daten hier hinterlegt werden und eben auch genutzt werden können. Und was wir hier natürlich nicht machen, ist die Daten an irgendwelche Drittanbieter schicken, sondern alles, was wir hier oder was wir hier gebaut haben, was den Geburtstag betrifft, das passiert wirklich nur im Browser des Nutzers. Da wird dann einfach dieses Skript ausgeführt. Von daher, da geht nichts an irgendwelche Dritten. Sehr gut. Ja, dann noch die Frage hier, ob das angegeben wird, der Geburtstag von den Mitarbeitern oder auch, ob es nur der Tag oder das Jahr ist. Ja, wie er da wirklich das sicherstellt und wie das der Personalrat natürlich sieht. Genau, also die Geburtstage werden bei uns bei der Personalabteilung erfasst mit dem Eintritt in das Unternehmen. Und von denen bekommen wir auch immer unsere Mitarbeiterdaten. Also wir machen da monatlich dann CSV-Import, sodass die Daten im Profil auch hinterlegt sind. Wir zeigen sie auf der Startseite und in dieser Übersicht nicht mit dem Jahr an, sondern tatsächlich nur den Geburtstag. Ja, und dann ist wahrscheinlich nur der Geburtstag, wird nur angezeigt von den Nutzern, die sich auch wirklich registriert haben und damit dann auch die Nutzungsbedingungen bestätigt haben. Ja, genau. Weil wie gesagt, wir kriegen die Daten ja aus der eBenow an sich. Wir rufen da keine Daten von irgendwelchen anderen Quellen ab, sondern sind nur Daten, die im Profil hinterlegt sind. Sehr gut. Hier noch eine Frage zu den Visitenkarten. Wird beim Scannen der digitalen Visitenkarte auch das Datum erfasst, wann man die Karte gescannt hat? Nein, das wird nicht erfasst. Wäre aber eine interessante Idee, ja, damit man einfach dann auch mal gucken kann, ja, wie alt sind die Informationen eigentlich oder wie aktuell. Genau, ja, von welchem Event, wo hat man die Person kennengelernt, ganz genau. Ja. Genau, sowas kann man dann aber natürlich, wenn die Person auch einmal im Smartphone gespeichert ist, trotzdem noch hinzufügen, ja, zu dem Kontakt. Ja, klar, genau, ja, das ist ja eine ganz normale Kontaktkarte, wie man sie so bei Android oder iOS kennt. Das ist jetzt, das ist ja nichts Eigenentwickeltes an sich so. Genau. Ja. Ja, ich denke, das waren alle Fragen. Falls natürlich noch was weiteres gibt, gerne an Staffbase eine E-Mail schicken. Wer unter Roman beantworten gerne noch weitere Fragen später. Genau.